Geht los. Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich ganz, ganz doll, euch wieder beim Podcast Irgendwas mit Marketing begrüßen zu dürfen. Und wie immer an dieser Stelle sonntags bin ich nicht alleine hier. Ich bin überglücklich, dass der Ilkay Özkaysolo, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, perfekt, bei uns ist. Ilkay, herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Sei doch bitte einfach so gut und sag uns ganz kurz, wer bist du, was machst du? Ja, also wie man vielleicht von meinem Namen feststellen kann, bin ich mit Migrationshintergrund. Ich bin in Oberfranken in Kulmbach geboren. Das heißt, ich bin jetzt gar nicht mal so weit weg von dir. Das stimmt. Also Dresden, Leipzig, Sachsen-Anhalt, so diese Gegend kenne ich auch gut. Wir sind ja eigentlich fast Nachbarn, kann man sagen. Also ich lebe jetzt in der Nähe von Bayreuth. Mhm. Beruflich bin ich selbstständig seit November 2015 als Business Development Consultant und Coach in Sachen Innovation und Faserverbundwerkstoffe. Also wir haben zum Beispiel in Dresden eine sehr tolle Fakultät, die TU in Dresden, die auch auf Faserverbundwerkstoffe spezialisiert ist. Und die Damen und Herren, falls die deinen Podcast hören, grüße ich an dieser Stelle ganz besonders, weil ich weiß, dass ja dein Podcast auch mit Dresden, ich glaube, begonnen hat oder zumindest mal eine Station dort hatte, ja? Definitiv. Und die TU Dresden war eine längere Station meines Lebens. Da habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert. Also okay, super. Nicht an der Fakultät, aber immerhin, ich bin auch durch diese heiligen Hallen gewandelt. Klar, und klar. Da verbindet uns ja schon nochmal etwas mehr. Das ist sehr absolut schön. Danke, lieber Ilkay. Wir haben uns kennengelernt und das möchte ich auch einfach so sagen, über LinkedIn. Und zwar war mein erster Kontakt mit dir, ich hoffe, ich darf das so sagen, ein sehr irres Video, was irgendein Typ aus dem Flugzeug aufgenommen hatte. Weißt du, so ein Selfie-Ding. Und ich bin da hängen geblieben, also und denke, was ist das denn hier? Und habe dann wirklich aus Neugier drauf geklickt und dachte, ey, das sind ja coole Tipps. Was ist das denn für ein Typ? Und dann habe ich geguckt, also das war so irre, ich bin so hängen geblieben, weil ich dachte, boah, busy, was macht der da? Und das war aber so natürlich. Weißt du, du kennst doch diese Videos auch, wo die Leute mal in dicken Autos sitzen und so voll mega die Bosse sind. Ja, und ich dachte, das ist irgendwie anders. Und dann habe ich dich, ich weiß nicht, um Freundschaftsanfrage gebeten oder wie heißt das, ne? Vernetzungsanfrage, ja. Genau, und darf dir seither folgen. Ilkay, du bist wahnsinnig aktiv. Wie machst du das? Du hast ja 2 Fulltime-Jobs. Ja, also zunächst mal vielleicht dieser Scrollstopper. Das ist die TK1505. Das ist mein Zubringer nach Istanbul. Also Turkish Airlines 1505. Mhm. Manchmal fliege ich von Leipzig nach Istanbul, weil Leipzig ist zu mir Autofahrt 2 Stunden. Nürnberg ist aber mein Heimatflughafen nur eine Stunde. Ja. Und ich kenne auch mittlerweile die Flugnummern. TK1505 ist Hinflug, 1504 ist der Rückflug. Und es ist so im Marketing, du sagst ja, dein Podcast heißt irgendwas mit Marketing, geht es ja auch darum, es gab mal einen Marketing-Guru, der sagte mal Stand up, stand out, stand firm. Ich weiß jetzt nicht, wer es war. Vielleicht könnt ihr mal im Podcast reinschreiben, ob ihr den Urheber dieses Zitats kennt, würde mich mal interessieren. Dann würde ich das nämlich auch in Zukunft ordentlich referenzieren. Genau. Er sagte, also stand up, steh erstmal auf und dann stand out, steche aus der Masse heraus. Also ich hab einen dicken, fetten 5er BMW 6-Zylinder, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, mich vor mein Auto hinzustellen und mich mit meinem Auto ein Selfie oder noch schlimmer im Auto, vielleicht sogar während der Fahrt, würde mir nie einfallen. Ja. Was mir aber einfiel ist, als ich mit der TK1505, merkt euch bitte diesen Flug, in der Business Class nach Istanbul fliegt, dann fliege ich meistens alleine in der Business Class. Also das ist so eine Route, da sind viele, Economy ist voll ausgebucht, aber Business Class bin ich der Einzige. Und da habe ich, Jana, immer schön Ruhe und Muße. Also keiner um mich herum. Mhm. Und Video gucken ist nicht so meins im Flieger. Am Laptop arbeiten ist auch trotzdem unbequem. Also was mache ich? Ich mache Videos. Und ich muss dir dazu sagen, als ich in LinkedIn
durchgestartet bin. Vorher, ich bin seit 2008 bin ich Mitglied, aber in 2019 im Januar, ich hatte mir einfach einen Vorsatz, einen Neujahrsvorsatz vorgenommen. Das war, mit Video zu beginnen und nativ auf LinkedIn hochzuladen. Und rate mal, was mein erstes Video war. TK1505. Sehr geil, das ist so cool, die Geschichte. Das war aber auch das allererste Mal, dass ich überhaupt ein Video von mir selber gedreht habe. Ich habe Rotz und Wasser geschwitzt. Das war ein 15-Sekunden-Snippet. Das war die Hölle für mich, ein Höllenritt. Aber ich habe gesagt, das ist Vorsatz, das ist Vorsatz. Das Ding geht online auf LinkedIn. Und du hast, Ike, du hast dann auch, ich kann das gut verstehen mit dem Hölle-Geschwitz, sehr, sehr gut. Ja. Und du hast es wirklich nochmal angeguckt oder irgendwas, du hast einfach gesagt, so, pack, das ist es jetzt, Vorsatz und raus das Ding. Ich habe es angeguckt, aber jetzt weniger mich selber, weil ich kann mich an der Kamera, zu dem Zeitpunkt konnte ich mich nicht sehen. Mittlerweile macht es mir nichts aus, weil ich weiß, dass die Kamera mich ja nicht verändert. Ich bin so, wie ich bin. Ja. Das heißt, wenn wir uns irgendwann mal persönlich kennenlernen, wirst du sehen, dass ich auch nicht anders aussehe. Das muss man als erstes mal akzeptieren, dass die Linse einen ja nicht verändert. Viele glauben ja, die Linse würde einen verändern, aber dem ist ja nicht so. Ich habe gute und schlechte Nachrichten für dich. Die schlechten Nachrichten sind, du siehst so aus, wie die Kamera dich aufnimmt. Sie verändert nicht dich. So ist es. Und das Gute ist, man kann es aber trainieren eben. Ja? Also sowohl sich anzugucken. Also was habe ich gemacht? Diese 15 Sekunden, ich habe gedacht, okay, Checkliste, abhaken. Was ich aber gemacht habe, ordentlicherweise, ich bin schon gewissenhaft in der Hinsicht, ich habe den Anfang und das Ende getrimmt. Trimmen nennt sich das im Video, indem man einfach vorne das Einschalten wegtrimmt und hinten nach das Ausschalten. Also alle, die mit Video beginnen, bitte macht nicht diesen Anfängerfehler und zeigt, wie ihr drauf und runter drückt. Macht keinen guten Eindruck. Und vor allen Dingen, bitte guckt in die Linse. Ich gucke jetzt nicht die Jana an, ja, das würde ja nämlich dann so aussehen, sondern ich gucke in die Linse, um jetzt für die Zuschauer, die zumindest uns auf YouTube sehen, eine Verbindung zum Zuschauer herzustellen. Für die, die im Podcast da sind, die hören jetzt meine Stimme. Übrigens auch meine Stimme kann ich nicht hören. Ja? Also die Stimme, die ich innerlich höre, ist ja eine andere als die, die ich dann später im Podcast höre. Ja, aber auch da ist es das Gleiche wie beim Video. Irgendwann gewöhnt man sich daran. Und Correct. Das ist gar nicht mehr schlimm. Also am Anfang, wenn ich euch mal was verraten darf und dir, lieber Ilkay, ich habe meine ersten Podcasts ganz lange nicht selbst hören können, weil ich mich nicht getraut habe. Ich habe die meinem Team gegeben, habe gesagt, Leute, schneidet das, hört genau zu, ist es peinlich? Und die so, nö, es geht schon so, können wir machen? Na, geht so. Ist es gut oder was? Ja, ist noch Luft nach oben. Ja. Und wer meine Entwicklung verfolgt, der weiß das ja auch. Aber trotzdem lasse ich die im Netz, weil ich denke, das ist auch menschlich, so anzufangen. Also so wie, ungefähr wie du es beschreibst, habe ich ja mit dem Podcasten angefangen. Und dann hast du von null quasi auf 15.000 Follower, ne? Du bist jetzt null kann ich nicht sagen, Jana. Also zu dem Zeitpunkt, letztes Jahr, Januar, 5.1., als ich dieses Video von der TK1505 abgesendet habe. Cool, ich werde es nie vergessen. Hatte ich schon 1.500 Verbindungen. Ja. Der Unterschied ist aber, dass es bis zu dem Zeitpunkt für mich einfach nur ein CV oder Lebenslauf-Ablageform war. Ja. Ich habe, um vielleicht mal 2 Monate zurückzugehen, im November 2018 habe ich mir überlegt, Mensch, wie komme ich denn jetzt an Automobilkonstrukteure, Designer ran? Also so die spezifischen Leichtbaukunden, die ich habe in der OEM-Industrie. Mhm. Ich habe festgestellt, ich habe ein Netzwerk, das ist auch riesig, aber das Netzwerk besteht eigentlich aus dieser Manufacturing, also Herstellerplattform. Mhm. Die ganze Supply Chain, von der Faser bis zum Harz, bis zur Matrix. Was aber stark fehlte, waren die Anwender, also die, die wirklich dann konstruieren. Und ich habe mir gedacht, wie komme ich an diese Anwender ran? Stell dir vor, jetzt bei BMW zum Beispiel, wenn du jetzt anrufst in der Zentrale, du kommst ja nicht zu dem Konstruktionsingenieur irgendwo vor. Die Dame wird dich erstmal fragen, wen wollen sie denn da in der Konstruktion sprechen? Wir haben da ungefähr 3000 Ingenieure in München. Ja. Also ist das jetzt kein Weg, über die Zentrale, über einen Kaltanruf zu gehen, sodass ich dann in LinkedIn versucht habe, Kontakte zu finden. Und während ich so gucke, fallen mir 2 Persönlichkeiten auf. Das eine ist die Shay Rowbottom aus USA, die also Content-Videos postet permanent.
Und das Zweite ist, die kennst du auch, die Natalia, die auch sehr guten Content eben gepostet hat, auf eine humorvolle Art und Weise. Ja. Und sie machte eben, ja, neugierig auf mehr. Und da, dann klickst du automatisch drauf aufs Profil und sagst, was macht denn die Frau eigentlich außer diesen coolen Content? Und ja, dann siehst du, okay, sie ist in Personal Branding. Shay Rowbottom bildet zum Beispiel Executives oder CEOs aus im Video-Branding. Und ich habe mir gedacht, Mensch, mir gefällt es gut, dass sie über Content gehen und über Content sich vermarkten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das will ich einfach mal probieren und so mein Netzwerk ausbauen. Und so ist es jetzt in 16 Monaten zu diesen 15.000 gekommen. Das ist der absolute Wahnsinn, Ilkay. Ich bewundere dich unendlich, weil du auch wie immer wieder noch einen draufsetzt und alleine deine 365-Tages-Challenge mit den LinkedIn-Tipps, so wertvoll. Leute, wenn ihr noch nicht auf LinkedIn seid, meldet euch mal an und verbindet euch bitte mit dem Ilkay. Und wenn ihr möchtet, auch mit mir, da würde ich mich natürlich total freuen. Also, du produzierst so wahnsinnig Content und hast ja dieses eine ist ja dieser technische Part, den du betreust, und das andere ist ja auch ein Coaching-Business. Was hat es denn damit auf sich, Ilkay? Ja, also zum einen Business Development mit Composites und Leichtbau. Also wie gesagt, dann Erstausrüster OEMs im Fahrzeugbau beziehungsweise in der Luftfahrt. Sehr, sehr technisch orientierter Vertrieb mit technischen Lösungen. Ja. Und dann bin ich auch Coach bei der Europäischen Kommission, und zwar deren EASME, also European Agency for Small and Medium-Sized Enterprises. Und in jeder größeren deutschen Stadt haben die auch eine Repräsentanz, meistens über die IHK. Und da nennt sich dann, da gibt es einen Verantwortlichen, der ist beim European Enterprise Network, EEN, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, engagiert. Ja, das ist wahrscheinlich dann eher so ein Nebenjob, den man dann hat und wird vielleicht stundenweise bezahlt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind das die sogenannten Key Account Manager. Und die teilen dann Coaches den geförderten Unternehmen zu. Was sich dahinter verbirgt ist, ich habe es da häufig mit Ingenieuren und Chemikern zu tun, die eine Innovation auf den Weg gebracht haben, haben aber mit dem Business Development, mit dem Marktaufbau oder mit dem Vertrieb, mit den Kunden weniger was zu tun, weil sie einfach sehr, sehr technisch orientiert sind. Geniale Köpfe. Und ich nehme die dann an der Hand und wir bauen dann einfach eine Roadmap auf, wie sie ihre Innovation dann in den Markt reinbringen können. Das ist ja wahnsinnig spannend. Hast du denn, und normalerweise, ich sage extra normalerweise, wir sind ja noch ganz, nicht ganz im Normal, bist du sehr viel unterwegs, ja? Also in ganz Europa, richtig? Also, du meinst, also ich war vor C-Punkt 70% meiner Zeit entweder im Auto in ganz Deutschland unterwegs, auch Österreich und der Schweiz, oder im Flieger. Also ungefähr halbe, 40.000 Kilometer im Jahr. Mit dem Auto, beziehungsweise 40.000 Meilen mit dem Flieger. Und das umfasst dann, klar, Europa, Türkei und Middle East. Und Wahnsinn. Middle East, da sind es dann die ölreichen Staaten wie ja, die Emirate, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain. Wow. Katar zum Beispiel. Ja. Sag mir noch mal bitte, es ist ja immer, wir sagen ja immer viel, also ich kenne einige Leute, die sagen, oh, für LinkedIn, jetzt fange ich noch eine Plattform an, habe ich denn da überhaupt die Zeit dazu? Aber wenn ich das höre, Ilkay, was du leistest und was du tust, wo nimmst du die Zeit her? Auch wirklich, du hast dir Commitment gesetzt, wirklich, du postest ja täglich wirklich wertvollen Content. Genau, täglich einmal, manchmal sogar zweimal. Also manche fragen mich ja, ob ich wohl 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr in LinkedIn bin. Das ist auch ein bisschen eine Hommage. Also meine Ilkays 365 LinkedIn-Tipps ist eine Hommage an meine Leute, die glauben, dass ich 365 Tage rund um die Uhr in LinkedIn bin. Dem ist natürlich, könnte den nicht Eindruck gewinnen. Ja, ja, viele haben diesen Eindruck. Aber wenn ich dir sage, dass ich früh um 8 Uhr hier am Rechner sitze und bis heute Abend werde ich um 20 Uhr hier am Rechner sitzen und in Zoom-Calls sein, beziehungsweise jetzt mit dir in Zoom-Call für einen Podcast, so läuft hier mein Tag ab. Ja. Ich mache in der Tat einen Content am Tag mit ungefähr einer Stunde, wo ich halt überlege, okay, teilweise spontan auch, teilweise aus meinem OneNote. Ich schreibe mir die Ideen einfach alle auf.
mache Content Creation eine Stunde und eine Stunde mache ich circa, ja, das mache ich dann aber vom Sofa aus. Ich schaue nicht mehr Fernsehen, weißt du, Jana? Für mich ist, okay, hat sich das Fernsehen eigentlich erledigt. Mhm. Also alle die noch Fernsehen gucken, klar, die wundern sich dann. Aber ich habe das Fernsehen ersetzt durch LinkedIn. Ich lerne so viel mit LinkedIn. Ich vernetze mich so gern mit Menschen auf LinkedIn, sodass für mich Fernsehen eigentlich wirklich keine Relevanz mehr hat. Außerdem höre ich von Tag bis abends nur noch C-Punkt. Und es ist eigentlich alles von jedem schon mehrfach gesagt. Also Fernsehen bringt mir derzeit keinen Mehrwert. Und mit LinkedIn kann ich mich wirklich weiterentwickeln, vernetzen. Und so läuft der Tag bei mir ab. Finde ich ganz großartig. Und du hast ja eines der wichtigsten Marketing, ich sag mal Geheimnisse, damit ja sozusagen auch ganz offen gesagt, das ist wirklich dieses echte Netzwerken mit echten Menschen. Genau. Weil ich sag immer wieder, egal welche Art von Kunden ich habe in meinem Coaching und Mentoring, ich sage, Leute, die Menschen kaufen bei Menschen und die Menschen kaufen bei Menschen, die in sich vertrauen. Egal, ob du in einer riesigen Konzerngeschichte bist, auch da hast du dort einen Vertrieb, einen Einkäufer sitzen und die beiden müssen so ein bisschen matchen miteinander. Klar spielen dann auch noch Kosten und Angebot, aber das Erste, dass du die Tür aufkriegst, ist für mich immer das, da habe ich schon mal was von gehört oder ach, das ist ja der coole Typ mit dem TK1505 Videos, worauf ich dich jetzt um Gottes Willen nicht reduzieren möchte, aber das hat sich sehr eingeprägt jetzt. Ich werde es nicht vergessen. Ja. Also das heißt, du baust ja ganz gezielt Netzwerke auf für dich und wie gesagt, organisierst nebenbei in deiner einen Stunde am Tag auch noch diese Konferenzen wie DachTV. Mhm. Du hast eine Gruppe, die wirklich cool funktioniert und auch da wieder, also du hast ja dieses Video, man hätte ja auch sagen können, Mensch, also ich habe jetzt diese Videogeschichte für mich entdeckt und jetzt mache nur ich mein Business und behalte meine ganzen Erkenntnisse für mich. Aber das ist ja nicht Ilkay, richtig? Genau. Dazu muss ich Jana ein bisschen ausholen und mein Warum erklären. Gerne. Warum mache ich das Ganze? Also als ich da eben in 2018 geguckt habe auf LinkedIn, ganz ehrlich, war ich total neidisch, wenn ich über den Atlantik, über den Teich da, großen Teich rüberschaue in die USA, wie die Amerikaner es mit LinkedIn rocken. Ja. Also wirklich Rockstars, ja. Und Shay Rowbottom, okay, das ist jetzt die am sichtbarsten ist. Ja. Aber da gibt es ja zig andere, auch Australien. Also dieser ganze angelsächsische Raum, der ist sowas von LinkedIn rockig, ja, yes, dass ich gesagt habe, wieso ist das denn eigentlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht so? Also hier ist man sehr konservativ, sehr laid back und bloß nicht sich zeigen und bloß nicht aus der Masse hervorstechen. Es gibt diesen einen Harvard Business Artikel, der da von FOPO spricht, Fear of Public Opinion, also die Angst von anderen bewertet zu werden, ist ganz, ganz stark im Dach drin. Und ich habe mir es zur Aufgabe gemacht, die Dachregion LinkedIn an die Weltspitze zu führen. Deswegen setze ich mich so dafür ein, LinkedIn in der Dachregion nach vorne zu bringen. Ich habe nämlich festgestellt, dass wir viel zu wenig Content Creator sind. Wir haben mittlerweile 15 Millionen Mitglieder in LinkedIn in der Dachregion. Mhm. Davon machen schätzungsweise gerade mal 10.000 Menschen Content Engagement, also liken, kommentieren, teilen. Und gerade mal 500 bis 1.000 machen überhaupt Content. Kannst du dir den Hebel jetzt vorstellen und weißt du jetzt, warum meine Omnipräsenz in LinkedIn ist? Das liegt jetzt nicht daran, dass ich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage poste, sondern daran, dass es einfach zu wenig Traffic auf dieser genialen Plattform gibt. Ja. Warum sollte man überhaupt Content Creation machen? Ganz einfach. Du zeigst deine Leistung, deine Kompetenz und die Menschen, die das anspricht, dass du, mit denen das Ganze resoniert, die sprechen dich dann auch an und du kommst in Kollaborationen, in Zusammenarbeiten. Ja, geniale Sache mit der DachTV. Da haben wir natürlich viele Coaches, Trainer, Berater drin, die auch outgoing sind, die gerne mit Video auch ihr Business auf eine höhere Ebene bringen wollen. Ja. Und ich habe die besten Content Creator der Dachregion hier in der DachTV und von daher macht es natürlich auch riesen Spaß. Und ich bin ja in der DachTV jetzt auch nicht die ganze Zeit unterwegs. Da gibt es Moderatoren, da gibt es Mentoren, da gibt es ganz eifrige
Mitmacher, die halten das Ganze am Leben. Ja, ja, aber wie gesagt, das Gute ist, dass der Impuls von dir ausgegangen ist und die Vision, die ist ja so genial. Ja. Ich mag das unglaublich, also dieses Why, wenn das so antreibt, dann ist es ja auch in dem Sinne keine Arbeit, sondern es ist ja wirklich, ehrgeizig. Geht ja ineinander über, ne? Also, es ist Ehrgeiz. Ich muss nur aufpassen, dass er nicht zu weit geht. Ja, da muss ich mich selber manchmal einbremsen. Übrigens, das ist jetzt halt auch so, Nachteil ist natürlich, dass ich mich mit anderen Plattformen überhaupt nicht auseinandersetze. Also wir sind jetzt auf YouTube unterwegs. Ich denke, auf YouTube hast du Follower. Ich habe auf YouTube, glaube ich, jetzt seit dieser Woche 5 Follower, weil ich einfach nur mit Florian so einen Gag gemacht habe und aufgrund des Gags haben sich 5 Leute dann meinen Kanal angesehen. Also YouTube ist für mich im Grunde genommen nur ein Archiv für meine LinkedIn Lives. Mhm. Da setze ich dann praktisch chronologisch die LinkedIn Live-Episoden ab. Aber ist wirklich nur ein Backup für mich. Dann Facebook. Ja, Facebook habe ich einen Account, aber wirklich nur um mit meinen Verwandten in der Türkei. Früher haben wir Postkarten geschrieben oder Briefe geschrieben. Heute kommunizieren wir halt über Messenger. Was habe ich noch? Instagram, da schaue ich mir die schönen Flugzeugbilder an, weil ich ein Aviation-Nerd bin. Was habe ich noch? TikTok, die schaue ich mir an, weil man so schön Videos damit schneiden kann. Also mit den anderen Plattformen habe ich es dann halt nicht. Ja? Ich mache wirklich nur LinkedIn. Ich bin LinkedIn-Purist in der Hinsicht. LinkedIn-Purist, das habe ich auch noch nicht gehört. Ist aber sehr schön. Also ich muss dir sagen, dass ich eine Weile gebraucht hatte, um mich mit LinkedIn anzufreunden und dann gedacht habe zwischendurch, ich habe mit dem Podcasten angefangen, dachte ich, okay, Podcasten, wunderbar, läuft, funktioniert. Du bist direkt im Ohr von den Zuhörern, entspricht mir. Ich kann es auch normalerweise, mache ich es ja, die Fragenbeantwortungspodcast mache ich ja draußen beim Business-Pilgern und das passt zu mir. Und dann irgendwann kam LinkedIn so, das drückte so massiv rein und zwar auch über die Natalia, die habe ich irgendwo im Interview gehört und die schwärmte von LinkedIn. Da dachte ich, na, muss ich mir doch mal angucken. Aber ich habe lange gebraucht, um mich mit LinkedIn sozusagen anzufreunden. Ich war so klassisch so von dieser Facebook-Geschichte. Und, aber Facebook hat mich dann genervt, weil da so viel auch wirklich schrottige Inhalte sind. Und weil aus meiner Sicht für meine Zielgruppe, die ich habe, weder auf Instagram noch auf Facebook echte Interaktion stattfindet. Möglicherweise, ich will auch keinem zu nahe treten, ist es so, dass ich das nicht richtig mache oder wie auch immer, das kann sein. Ich habe aber, wie gesagt, ja sehr gut recherchiert und einfach festgestellt, meine Zielgruppe ist auf LinkedIn. Und dann habe ich mich natürlich dann doch sehr, sehr gut damit auseinandergesetzt. Ich bin sehr froh, weil tatsächlich die Kontakte extrem schnell sind und extrem nachhaltig. Also das sind die beiden Dinge, die ich beobachte. Es ist wirklich nicht nur liken, Daumen hoch, Herzchen, irgendwas, was total in Ordnung ist für bestimmte Zielgruppen, wenn ich jetzt aus Marketing-Sicht gucke. Aber LinkedIn sind wirklich echte Beziehungen, die dann entstehen. Ja, du sprichst ja genau den Punkt an. Ich habe natürlich auch einen Facebook-Account und Facebook schlägt mir aufgrund meiner E-Mail-Adressen, die Facebook irgendwie aus dem Rechner oder aus dem Handy rauszieht, schlägt er mir auch Kunden von mir vor, mich mit denen zu vernetzen. Yeah. Und ich war anfangs, hatte ich mir dann auch die Profile angesehen, also sofern sie denn auch auf Facebook dann öffentlich waren. Ich habe dann aber schnell festgestellt, ja, meine Kunden sind da, aber sie zeigen sich zum Beispiel beim Familienausflug mit dem Fahrrad. Oder sie zeigen sich auf einer Yacht, wo sie gerade in Mallorca einen Segelturn machen. Ja. Oder sie zeigen sich, wo sie gerade den 60. des Opas oder des Großvaters feiern. Und dann denke ich mir einfach, ist das jetzt der angemessene Rahmen, wenn ich jetzt mit einem Business Mind auf diese Person zugehe, mich mit ihm vernetze? Und wir haben ja eine geschäftliche Beziehung zueinander und keine allzu private. Natürlich spreche ich mal im Smalltalk auch über Fußball und über die Familie und all diese Dinge, aber das ist immer im Smalltalk-Bereich. Das wird ja niemals das Dominante im Gespräch sein, sondern wir gucken immer, wie können wir uns geschäftlich untereinander
helfen, sodass wir unser Geschäft gemeinsam oder jeder für sich eben ausbauen kann. Und habe dann für mich entschieden, nein, ich werde auf Facebook keine geschäftlichen Kontakte weiter ausbauen, weil ich einfach nicht über das Geschäft in Facebook reden möchte. Und wenn ich jetzt in LinkedIn mir die Kontakte ansehe, dann sehe ich, dann sind die Kollegen in einem Vortrag, auf einer Messe. Ja. Sie sind beim Kundenbesuch, haben vielleicht eine Anwendung auch, die sie gerade zeigen. Und von daher ist man da im Mindset natürlich im Business-Mindset drin. So, und dann sprechen wir über Business und dann ist es völlig okay zu sagen, du, ich habe jetzt hier ein Leichtbauteil aus Carbon, das ist 8-mal zugfester als Stahl. Hast du dir schon mal überlegt, zum Beispiel die eine Blende an der Treppe da am Flugzeug damit auszutauschen, damit es nur noch die Hälfte wiegt, beispielsweise? Völlig in Ordnung. Auf Facebook kann ich diese Gespräche ja nicht führen, oder? Genau. Ja, das ist halt das, was ich auch sage, wenn ich... Ich habe ja das große Glück, schon 18 Jahre Business zu sein. Da hast du natürlich unglaublich viele Leute, mit denen du irgendwann mal was zu tun hattest. Mhm. Ich glaube sogar noch vor Erfindung von Facebook und LinkedIn. Also tatsächlich, diese echten Kontakte, mit denen arbeite ich schon seit so vielen Jahren auch zusammen, hat sich inzwischen zu so einer freundschaftlichen Geschichte entwickelt, wo das durchaus so Hand in Hand geht. Also Business, Freundschaften, man spricht dann auch über private Dinge. Das ist auf Facebook okay. Und dann gibt es leider noch einige, die tatsächlich für meinen Kontakt noch nicht so aktiv auf LinkedIn sind. Deshalb finde ich das super gut, dass wir hier nochmal so richtig, man könnte denken, wir kriegen das bezahlt, ne, von LinkedIn, aber ist es nicht. Nein, keine Werbung. Es ist einfach unsere Lieblingsplattform. Genau. Also ich wurde in der Tat schon mal gefragt, ob ich ein Gehalt bei LinkedIn beziehe. Was, ehrlich? Also vielleicht für die, die das Content Creation tatsächlich in Erwägung ziehen, können sich auch gerne bei mir melden. Ich habe auch ein Coaching nur für LinkedIn Content Creation oder für Brand Ambassadors oder Brand Advocation. Also die Sache ist, die LinkedIn ist eine, ich sag mal, IT-Plattformfirma. Und ich kenne einige Leute, ich treffe die teilweise sogar am Flughafen, ja, also die verfolgen mich ja auch überall im Netz. Und dann macht man mal einen kurzen Chat am Flughafen zum Beispiel hier in München, da haben wir ja LinkedIn auch. Und ja, LinkedIn ist einfach nur, will nur sicherstellen, dass die Plattform gut und zuverlässig funktioniert und frei von Fake-Profilen ist, sage ich mal. Mhm. Alles andere überlassen die natürlich der Community. Also die sagt im Grunde genommen, bildlich gesprochen, wir stellen euch die Autobahn und die Infrastruktur in der Stadt zur Verfügung. Ja. Die Party müsst ihr selber feiern. Ja, also. Ja. Das ist LinkedIn. Das ist ja auch in Ordnung. Und wenn es so nette Partygäste gibt wie dich und viele, viele andere, mit denen ich jetzt mich so intensiv austauschen darf, dann ist es ja auch wirklich eine coole Party, die wir machen. Ja. Und wenn die Party hinten, ich bin ja Marketingmensch, hinten dann auch noch Geschäft abwirft oder das ein quasi Nebenprodukt von unserer Party ist, ja, besser kann man das Bild ja nur nicht malen, ne? Genau. Also, Was für Leute sollten denn sich bei dir melden, Ilkay, oder wenn jetzt jemandem das Interview gefallen hat, wer darf dich denn ansprechen und fragen? Ja, erzähl mal. Ja, also unbedingt, wenn jemand die Erstausrüstungsindustrie oder auch Betriebsbedarfe in der Schwerindustrie, Stahlindustrie, Aluminiumindustrie, Öl- und Gasindustrie, wenn jemand sagt, wir sind da gut ausgestattet mit Qualität und Lösungen und möchten das Ganze internationalisieren, dann kann er mich gerne ansprechen und ich helfe ihm bei der Marktdurchdringung in Deutschland oder Markterweiterung zur Türkei oder den Staaten in Middle East, den ölreichen Staaten. Ja. Wer sagt, der hat eine Innovation und das ist eine geniale Innovation und er ist überzeugt, dass diese Innovation die Menschheit braucht, aber er weiß nicht, wie er diese Innovation in den Markt bringen soll, der kann mich auch gerne anrufen, da habe ich ein 3-Tages-Coaching dafür, das kriegen wir auch hin. Und wenn jemand mit LinkedIn durchstarten möchte und Probleme hat mit der digitalen Glaubwürdigkeit, vielleicht ganz kurz, also Neuanfänger tun sich halt schwer mit der Reichweite, weil der Tod einer jeden Plattform sind Fake-Profile, die Fake News verbreiten. Und das ist bei LinkedIn insbesondere so, dass LinkedIn natürlich mit dem Algorithmus einen ganz, ganz scharfen Algorithmus hat. Ja? Ja. Die Maschine achtet peinlichst darauf, dass wirklich nur seriöser und guter Content gestreut wird.
Und dadurch tun sich natürlich viele am Anfang sehr schwer. Ich habe mir auch sehr schwer getan. Ja, die ersten 4 Monate, bis ich Natalia dann in Dubai getroffen habe, habe ich überhaupt keine Reaktion oder Engagement hinbekommen. Ja. Und danach hat sich's langsam eingependelt und jetzt ist es okay. Es ist immer noch nicht spitzenmäßig. Ja, ich habe da noch mehr vor. Aber jetzt ist es okay. Also jetzt werde ich gut ausgespielt, sage ich mal. Ja, und wer das möchte, kann sich auch gerne bei mir melden und dann können wir auch mal darüber sprechen. Genau, und wenn ihr vorher wissen wollt, was überhaupt eure Strategie ist, ob LinkedIn generell zu euch passt, zu euren Kunden, dann könnt ihr euch vorher bei mir melden. Natürlich, das sollte ja vorher klar sein. Ich ja, ja sozusagen in dem ganzen Strategiebereich, also wie genau stelle ich mich auf, welche Kunden, welche Kernbotschaft, diese Dinge. Wenn ihr darüber sprechen wollt, dann ist es natürlich cool. Ihr könnt euch in jedem Falle sowieso bei mir melden, auch wenn ihr nur den Kontakt zum Ilkay haben ja möchtet. Ich verknüpfe euch da super gern. Natürlich, ja. Uns beide findet ihr aber wirklich, um nochmal darauf zurückzukommen, auf LinkedIn. Auf LinkedIn. Ja, einfach nicht eigentlich unsere, nur. Ja, aber unsere Namen halt einfach eingeben, dann genau, wird das schon. Und ich verlinke natürlich auch alles in den Shownotes. Lieber Ilkay, kannst du mir jetzt zwei Fragen habe ich noch. Das eine ist, was ist dein wichtigster Wert im unternehmerischen Kontext? Und was ist dein persönlichster Marketing-Tipp? Du bist ja jetzt auch seit einigen Jahren eigenständiger Unternehmer, warst vorher ja in Führungspositionen angestellt tätig. Sag mal so ein bisschen den Unterschied zwischen diesem Angestellten-Dasein und diesem selbstständigen Unternehmer-Sein in Bezug auf Marketing. Ja, fangen wir mal mit dem Wert an, mein wichtigster Wert. Also mein wichtigster Wert ist, ich liebe es und all mein Trachten und mein Ziel geht darauf hinaus, meinen Coaches oder Mentees zum Erfolg zu verhelfen. Also das steht an oberster Stelle. Bei mir steht Geld, Anerkennung, Selbstverwirklichung nicht an oberster Stelle, sondern der Erfolg meines Coaches, meines Mentees steht an oberster Stelle. Klar, habe ich hinterher auch was davon, ohne Frage. Aber das ist nicht das, was mich, mich antreibt. Sondern der Erfolg zu sehen, wie der andere wächst, das macht mich happy. Das ist so schön. Genau. Und dann jetzt der Marketing-Hack schlechthin. Und da sage ich mal ganz einfach, der Algorithmus, der mag es einfach. Sorry, wenn ich das so sage, wenn du konsistent arbeitest. Mhm. Also anfangen, mal eine Woche posten auf LinkedIn und dann, weil da nichts passiert ist, aufgeben, dann hast du es nicht anders verdient. Dann geh lieber raus und hör auf damit. Marketing ist ein Marathon. Marketing ist ein Containerschiff und kein Speedboat. Mhm. Zumindest LinkedIn. Ja? Also ich habe, pass mal auf, ich zeig dir mal was, für die, die auf YouTube jetzt sind. Ja. Also ich spiele manchmal Golf, im Moment nicht, weil ich ja an der Schulter operiert worden bin. Ja. Also LinkedIn ist so, du fängst hier irgendwo an, du hast deine Meilensteine und irgendwann geht es dann hier so aufwärts. Ja? Ja. Und hier, das ist dieses Durchhalten. Das ist wie wenn jemand einfach möchte, dass du durchhältst und beweist, dass du das durchhalten kannst. Ja. Erst wenn du das durchgehalten hast, dann kommt erst der Award, also dieser Hockeystick. McKinsey zum Dank gibt es dieses Modell des Hockeysticks. Ja? Im Moment ist es halt der Golfschläger. Da habe ich schon mal einen coolen Podcast dazu gemacht. Das fällt mir gerade ein, der Commitment-Tester. Kennst du deinen Commitment-Tester? Das ist, wenn du dir irgendwas vornimmst und dann passiert entweder gar nichts oder eine mittlere Katastrophe. Oder irgendeiner sagt dir, was machst du denn da für einen Blödsinn? Du fühlst dich dann also wirklich unsicher. Und ich sage, Leute, das ist nur der Commitment-Test. Das Leben fragt euch, willst du das wirklich? Genau, so ungefähr ist das, ja. Ja, ich muss auch immer schmunzeln, wenn dann in meiner Nachrichtenbox dann so Nachrichten erscheinen. Wir sagen ja immer Selbstpfosten dazu, ja. Das darf man vielleicht gar nicht mal so laut sagen. Die dann dir schreiben, hast du mal 15 Minuten Zeit, wir wissen ganz genau, wie du in Reichweite kommst.
Und die suggerieren dir dann, dass sie eine Methode haben, wie du schnell in Reichweite und Sichtbarkeit und Aufträge kommst. Dahinter verbirgt sich ja eine Guru-Mannschaft deutschlandweit. Also falls ihr diesen Podcast hört, mir ist es egal. Ich habe auch schon Drohungen deswegen bekommen. Die verkaufen den 20, 25-Jährigen einen Traum, dass sie ihren Lamborghini vor der Villa auf Palm Jumeirah in Dubai schnell haben können, indem sie die Leute anschreiben, ein PDF-Skript für 3.000 bis 5.000 Euro verkaufen und dann werden sie reich. Ja, dieser Shortcut, das wird denen so verkauft, damit sie die 3.000 bis 5.000 Euro selber bezahlen. Genau. Diesen Shortcut gibt es nicht. Ja, das ist die traurige Wahrheit des Marketings. Ich finde aber schön, mein Zusatzname ist ja auch Business Pickerin. Ich finde ja auch schön, den Weg zu genießen. Genau. Also man kann ja auch, das sagst du richtig. So wie du hast offensichtlich wirklich so viel Spaß daran, auch diesen Content zu erstellen, dieses Netzwerk, wie du reingehst, auch wie positiv du immer kommentierst und so. Also, und da merke ich ja, so geht es mir ja auch, ich finde es so schön, was da passiert und ist auch so bereichernd. Genau wie du, Fernsehen brauche ich schon seit Jahren nicht, weil einfach durch die Menschen, die ich treffe, ich so viel Information bekomme und so viel lernen darf, da brauche ich das aus der Konserve nicht. Und dieser Weg ist ja sowas, was man genießen kann. Man kann ja wirklich jetzt im Frühling mal rausgucken und einfach sagen, hey, guck mal, wie die Natur hier ist oder wie auch immer. Ne? Und schon den Weg genießen, dass man dann, wenn man ankommt, natürlich sich wie auch immer, je nach Geschmack, ja, du bist aus Bayern, ne, ein ordentliches Bierchen gönnt. Genau, du machst Bier, ja. Ja, genau. Oder in der Weißweinschorle, sei dahingestellt. Aber dass man das dann ordentlich feiert, wenn man da ist. Und dann setzt man sich ja auch schon wieder wahrscheinlich den nächsten Meilenstein. Sonst wäre es ja auch, glaube ich, ein bisschen langweilig, oder? Korrekt, absolut, absolut korrekt, ja. Sehr schön. Ilka, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war sehr, sehr angenehm und kurzweilig. Und ihr Lieben, wenn ihr weitere Informationen möchtet, guckt in die Shownotes. Oder wenn ihr gerade nicht wisst, was zu tun ist, dann schaut doch mal rein. Ich habe ein tolles Angebot für euch. Genau das ist es.de, mein Mastermind-Mentoring-Programm. Schaut euch das mal an. Ich freue mich auf euch. Und lieber Ilkay, herzlichen Dank und tschüss. Tschüss.